Siastok! Und auch heute begrüße ich euch für diese Woche, und zwar mit den Wochenschau. Wie wird deine Woche sein? Heute haben wir den 25. September. Was erwartet dich? Ja, also in diese kommende Woche. Also ist eine Aufbruchstimmung und passend heute mit dem Neumond, also auch wenn hier Verstrickungen gibt und Verletzungen gibt, also ist eine gute Möglichkeit, das in eine positive Richtung umzuwandeln und auch wirklich hier in eine positive Richtung in der Heilung zu gehen. Wir schauen jetzt mal weiter. Also eine tiefe seelische Bewegung wird auch im häuslichen Bereich stattfinden oder diese seelische Thema wird auch eine Stabilität bekommen, wo du immer das Gefühl hattest, da ist noch also ziemlich viel Karussell, ziemlich viel dreht sich um den Ganzen, also du wirst viele Dinge anschauen und ich habe das Gefühl, du wirst viele, viele Dinge auch erkennen. Also es geht hier wirklich rein um dich. Lass uns gemeinsam schauen, ja, wie sich das auch wirklich entwickeln wird. Ich lege jetzt hier spontan viermal die 8 aus. Jetzt entscheide ich mich für 8, damit das alles schön hier in der Karten passt. Ja, dann haben wir auch vielleicht eine Überschrift. Und das ist doch gut, dass alles hier in dem Bild reinpasst, gell? So. So. Genau. So, dann schieben wir das schon mal ein bisschen höher. Genau. So, wir schauen ja bis zum einschließlich nächsten Sonntag. Und da wird schon der zweite sein. Da sind wir schon im Oktober drinnen. Oh, wo ist die Zeit geblieben? Ich weiß noch, wir haben noch gerade Januar und Februar. Oh mein Gott, jetzt geht es hier schon zum letzten Quartal des Jahres. Das ist doch der Burner. Das ist doch der Burner. Wahnsinn. Also die Zeit entwickelt sich also langsam. Haben wir auch schon langsam wirklich hier 22 auch schon geschafft. Also viele sind auch zusammengekommen. Aber es sind noch 2-3 Monate noch, ne? Also gibt Gas, ne, damit ich euch helfen kann hier, dass ihr wirklich mit eurem Herzensmenschen, mit dem Mr. Right zusammen seid. Da würde ich euch auch wirklich empfehlen. Ich würde euch das auch empfehlen. Das ist wunderbar. So, cool. Schau mal hier. So, eine Überschrift habe ich gesagt. Also ihr bekommt hier von mir, wie gesagt, eine Überschrift, ja? Also die Überschrift wird es sein. Die Unruhe, die nächste Woche. Die Stärke. Mit dem Mond, also die Gefühle und die Lösung zu finden. Also es wird hier mit Stärke und lösungsorientiert, also diese Angst und Unruhe überwunden. So, ist doch gut. Das ist doch wirklich mehr wie... Wie gut, das ist doch mega. Und die unterste Karte ist eine Mega-Transformation. Ne? Also, wir haben ja, ich habe euch ja auch gesagt, wir haben ja noch einen, wie soll ich das sagen, wir haben ja noch einen, morgen haben wir noch, Moment,
am 26. haben wir eine Konstellation, und zwar Venus-Trigon in Pluto. Also das wird dann morgen sein. Wir schauen jetzt den heutigen Tag an. Heute steht ein Brief an. Ich habe es euch gesagt, also es kann sein, dass er mit sich hadert. Also es kann ein Brief kommen. Also über die Beständigkeit, er überlegt noch gerade zu der Zeit. Also es könnten Überlegungen sein, also es geht vielleicht auch um hier um die Arbeit, es geht auch vielleicht hier auch ein Stück weit um Potenzial öffentlich zu leben mit dir, um die Wunscherfüllung. Also auf jeden Fall wirst du heute oder morgen etwas von deinem Herzensmenschen hören. Also ein Brief ist unterwegs zu dir. Auch diese 26., was ich jetzt hier schon sagte, also auf jeden Fall geht es darum, dass diese Venus, Trigon, Pluto auch, ja, also diese Gedanken auch verstärken kann um die Liebe, um die Beziehung generell, ne? Und um die Gefühle, ja? Das ist dann halt 25., 26. 27. und 28. sehe ich hier die Herzenswege. Also der Hoffnung hat er noch nicht aufgegeben. Da ist noch Hoffnung da. Und wie gesagt, also wird der Herzensweg in deine Richtung gehen und von Herz zu Herz sich dir annähern. Eine Neuanfang, karmische Natur von ihm auf der Seelenebene wird also stattfinden, definitiv. Also das nehme ich jetzt hier definitiv auch, wie gesagt, wahr. Dann sehe ich hier, also das ist dann 27. und 28. und das ist 29. und 30. Also das ist Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Donnerstag und Freitag könnten Verstrickungen geben. Und könnten auch noch Verletzungen hochkommen, was hier die Stabilität trüben könnte, ja? Und was ich jetzt hier generell noch sehe, also ich sehe hier schon noch, ja, dass man da auch nicht wirklich weiß, was man will, ne? Am Donnerstag und Freitag, also romantische Gefühle, dass die in eine Heilung kommen. Also ich habe das Gefühl, du wirst hier beobachtet, ja? Und also vielleicht sollst du auch ein Stück weit bestimmte Dinge anschauen und nochmal genau hinschauen und beobachten, was jetzt so generell so auf dich zukommt. Und dann haben wir schon das Wochenende. Ne? Das Wochenende bedeutet hier, dass es hier 1. und 2. Oktober schon ist, ja. 1. und 2. Oktober, das heißt Samstag und Sonntag. Bei uns hier in Deutschland ist auch der Montag noch ein Feiertag, ne? Ja, also ist der Tag der Deutschen Einheit, ne? Und also das ist ja hier eine gesetzliche Feiertag hier generell, ne? Und ja, das ist ein langes Wochenende dann für dich, ne? Also die Portaltage werden dann von 11. bis 20. erneut, also wie gesagt, 10 Portaltage am Stück, ne, sein. Und ja, und dann kannst du ja natürlich auch dabei sein. Ich werde auf jeden Fall da auch eine Portaltage-Marathon auch für dich natürlich auch als Begleitung, energetische Begleitung anbieten. Und wie gesagt, was ich sagen möchte, also du kannst auch natürlich auch gerne auch mein Monats- oder Wochenangebot, was ich jetzt für den Monat Oktober erstelle, daran teilnehmen. Aber das Wochenende kommen dir tiefe Erkenntnisse hoch, auch bei deinem Gegenüber, was mit der Treue anbelangt. Also ich habe hier, also auf jeden Fall habe ich hier so eine, wie soll man das sagen, eine Aufbruchstimmung, was in der Tiefe euch, also diese Gefühle in der Tiefe gehen lässt, also in der Liebe. Wochenende wird also sehr heftig sein.
Und ich sehe hier definitiv, dass hier, wie gesagt, dass hier Glück in der Liebe dasteht. Glück in der Liebe, Sehnsucht ist da. Und dass man von dieser Sehnsucht auch, also die Gedanken auch unterschiedlich ändert. Das es kann jetzt wirklich sein, dass da so sehnsuchtsvolle Gedanken hochkommen und dann, wenn du traurig bist, dass es dann halt in eine positive Richtung geht, weil du auch dein Gegenüber spürst oder sowas, könnte das der Fall sein. Ich werde jetzt einige Klärungskarten ziehen für jede der zwei Tage. Also für heute und morgen, also 25. 26. zeigt sich hier der Judgment, der 20 große Arcanum, ne? Große Arcana-Karte, das heißt Wiedervereinigung. Also das wird gut sein. Also von da aus freue dich, das wird gut sein. Ja, also ich sehe hier schon, also wie gesagt, eine positive Wende, ne? Es geht auch darum, dass er mehr auf dich zukommen wird, dein Seelenpartner, auch dass das göttlich geführt ist. Vielleicht seht ihr dann jetzt besser. Ja, 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 jetzt seht ihr besser. Guck mal. Oh, ich lasse noch ein bisschen mehr Licht rein. So, cool. Also, wie gesagt, es geht darum, also Wunscherfüllung. Wunderbar. Toll. Dann schauen wir Dienstag und Mittwoch. Oh. Dienstag und Mittwoch. Dienstag ist so ein bisschen Zwangspause, aber höre auf deine Intuition. Ich habe das Gefühl, es klärt sich etwas. Du wirst die nötige Kraft haben, was zu klären, auch wenn du von der Klärung Angst hast. Also es werden hier bestimmte Dinge hochkommen, also was geklärt wird. Also Dienstag und Mittwoch, wir schauen Donnerstag und Freitag an. Donnerstag und Freitag sehe ich so ein bisschen hier dieses Kummer. Zeigt sich auch hier Liebeskummer irgendwie. Habe ich das Gefühl, könnte hier eine Rolle spielen. Und Samstag und Sonntag kommt. Samstag und Sonntag wird generell gut. Also wie gesagt, da gehen wir schon in dem neuen Monat über erste, zweite, und mit dem zweiten ist auch der rückläufige Merkur beendet und ab dem fünften läuft er wirklich, ist er vorläufig, also braucht immer ein paar Tage, bis er dann an Fahrt aufnimmt. Und schau mal, da wird etwas ruhiger diese Woche, also mit dem 6 Schwerter, das heißt, es wird ruhiger, also macht ihr keine Gedanken, das wird gut. Ich ziehe jetzt noch eine Karte, so eine Wochenbotschaft für dich, wo du drauf achten sollst. Konzentriere dich. So, Namaste. Das Verrückte in mir grüßt das Verrückte in dir. Also begegne diese Woche mit etwas Leichtigkeit, also auf jeden Fall. Und es geht in Innersten deines Wesens, bist du rein und unschuldig. Also mach dir nichts. Ich wünsche dir einen tollen Wochenanfang oder eine tolle Woche, Start ins neue Woche. Heute Abend, wie gesagt, wir treffen uns zu dem Neumondritual. Da sind noch zwei Plätze. Du kannst noch gerne dabei sein. Sichere dir jetzt einen Platz, den ich nur 7 Teilnehmer nehme. Ich sage Dankeschön. Ich freue mich auf dich und bis bald.